So, und damit ein herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, das ist mein erstes Video wieder seit 2 Monaten ungefähr, glaube ich, was auf mein PC aufgenommen wird. Und ja, heute kein Spiel, sondern ich möchte euch zeigen, wie ich meine Videos render und eigentlich fertig mache. Ich hier benutze ein schon fertiges Video, das habe ich aber noch nicht geschnitten und so. Und das ist, also Let's Play hier, The Legend of Zelda A Link to the Past, Part 17, German eben. Hier habe ich auch schon hochgeladen und ich werde es nicht nochmal hochladen, ich werde bloß dieses Video hochladen. Manchmal kommen Cuts und, ja, also falls hier ich zeige, dass ich ein Render und so, dann kommen da Cuts. Und auf jeden Fall, was ich noch sagen möchte, ja, was möchte ich denn sagen? Ja, eigentlich nichts. Ich würde sagen, es beginnt. Programme, die ich benutze. Handbrake, das ist ein kostenloses Programm. Und Camtasia Studio 8. Links werde ich nicht reinpacken. Ist mir jetzt eigentlich zu aufwendig. Einfach hier bei Google eingeben und dann passt das. Ja, ich würde sagen, wir fangen an. Als erstes, was ich mache, ist natürlich das Video aufzunehmen. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht zu laut ist. Falls es zu laut ist, sorry. So, und das ist leise, laut. Hier ist der Part. Oh, warte, ihr seht gerade nicht alles, weil das zu groß ist. Muss nämlich alles kleiner stellen. Ich habe ja ein 1280x1024er Bildschirm. Da seht ihr nicht immer alles. So, das ist eben das Video, ist eben noch nicht geschnitten und so. Und ja, das erste, was ich mache, ist dieses Video zu rendern. Wie groß ist dieses Video? Das ist gerade 28 MB nur groß. Zelda ist sowieso immer voll klein gewesen eigentlich. Ja, eigentlich sind die Videos, zweimal eigentlich, jetzt dreimal, läuft bei mir, sind die Videos immer richtig groß, also so 3, 4 Gigabyte. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie groß die Videos eigentlich sind. Also es sind schon ein paar Gigabyte. Und das hochzuladen, das würde Stunden dauern, Leute, das würde Stunden dauern. Deswegen rendert man es, und das mache ich natürlich mit Handbrake. Ja, was ich noch sagen wollte, falls ihr Tipps habt und ich das für euch nicht richtig, also nicht 100% gut mache, dann schreibt mal in die Kommentare, wie ich die Videos noch besser machen könnte. Und ja, also als erstes starte ich immer Handbrake, das ist natürlich ganz normal, ne? Und dann füge ich das Video, was ich habe, wo ist es? Das ist gerade wieder schon so groß. Ziehe ich das Video einfach hier rein. Das ist eigentlich ganz normal. Dann gehe ich hier immer auf Browse und wähle Desktop aus. Und dann kann man es benennen. Ich nenne es jetzt einfach Test, weil ich hab's eben schon. Dann gehe ich auf Speichern und dann rendere ich es einfach. Übrigens hier bei Videos, da habe ich das eben alles eingestellt, falls jemand wissen will, wie ich die ganzen Sachen hier habe. Ja, viel mehr kann man hier eigentlich auch nicht sehen. Und ja, dann hier gehe ich auf Starten. Das dauert jetzt nicht sehr lange. Da seht ihr hier schon unten, es ist schon zu, warte, ich schiebe kurz das Video weiter rein. Warte, hier. Es ist schon zu 11% fertig. Das dauert eigentlich viel länger, glaubt mir. Das dauert eigentlich manchmal eine halbe Stunde bei so 30 Minuten Videos. Also pro Prozent so eine Minute, kann schon mal hinhauen. Das geht eben sehr recht schnell, weil das jetzt, das sind eben nur ein paar MB gewesen, sonst ist das immer Gigabyte, weil 1024 MB ist gleich 1 Gigabyte und ja, ne. Gut, dann warte ich jetzt noch kurz, bis es 100% ist, das dauert ja nicht so lange. Und ja, übrigens, die Videos werden also nicht mehr dieses Jahr hochkommen, also das ist jetzt eigentlich noch dieses einzigste Video, was ich morgen hochlade, am 29. Heute habe ich keine Zeit mehr. Entschuldigung. Ich bestelle mir spätestens am 1. eine neue Grafikkarte, denn ich hatte ja vorher die GTX 460, die habe ich gerade in meiner Hand. Wieso habe ich die eigentlich noch? Weiß ich nicht. Und immer wenn ich die so angucke, bin ich so richtig traurig, dass sie kaputt gegangen ist. Ey, da kann ich immer heulen, ey.
Ja, ich schieb mir hier mal ein paar Sachen rein. Papierkorb schiebe ich mir hier rein. Gut, und jetzt haben wir das Video gerendert. Und bei Minecraft und so, jetzt tun wir mal, als ob das Minecraft wäre. Weil meine Grafikkarte ist einfach zu schlecht. Das ist die GeForce 7400, nee, 7800. Die ist 2004, glaube ich, erschienen. Die ist eben sehr schlecht. Da kann ich Minecraft gerade mein Fenstermodus mit 40 FPS spielen. Also ist eben keine gute Grafikkarte, ne? Und auf jeden Fall tun wir jetzt mal so, als ob das Minecraft wäre. Und jetzt möchte ich das Intro hineinfügen und sowas. Und jetzt brauche ich eigentlich die zwei Sachen nicht mehr, sondern jetzt brauche ich Camtasia Studio 8 und mein Intro und das Video. Da starte ich erstmal Camtasia Studio 8. Oh, jetzt muss ich ganz halt aufstoßen, hab gerade gegessen, Entschuldigung. Also ich hoffe mal, dass das jetzt für euch passt. Eigentlich wäre das natürlich größer. Aber ich musste es eben so klein machen, dass es in den Aufnahmebereich reinpasst. Jetzt als erstes mache ich immer das Intro, also das, ich kann auch zuerst das Video, füge ich das hier hinein, einfach hier so in dieses weiße Feld. Und jetzt füge ich das Hauptvideo rein, also was ich aufgenommen habe und jetzt hochladen möchte. Und das erste, was ich immer mache, ist Rechtsklick auf das Intro zu machen und dann an Abspielposition zur Timeline hinzufügen. Und jetzt wird das hier unten angezeigt und wenn ich jetzt hier gehe. Ah, das ist sehr laut. Das ist nicht gut, dass das so laut ist. Ja, stellt mal kurz die Boxen leiser, falls das jetzt so laut ist. Ich mach mal mein Mikrofon kurz leiser. So. Das ist trotzdem so laut. Es leckt gerade. Aufnahmen und so ist nicht gut. Egal, ihr kennt ja das Intro. Dann. Warte, bin ich jetzt überhaupt laut genug? Bin ich jetzt überhaupt laut genug? Nein. So, ich hoffe, jetzt bin ich wieder normal. Auf jeden Fall habe ich das Intro hier hineingefügt. Und jetzt mache ich das gleiche mit dem Hauptvideo. Und jetzt kommt es immer drauf an, möchte ich ein Pre-Intro? Das ist vom Hauptvideo ein kleiner Ausschnitt hier. Das kann sein, dass es vielleicht da gruselig ist, also wo man sich erschreckt, dass das witzig ist, traurig, kann man eben erscheinen. Also irgendeine Stelle aus dem Video kann man dann nehmen und die vorm Video eben machen, also vorm Intro. Ich habe hier keine gute Stelle, ich weiß jetzt nicht. Tue ich jetzt mal so, als ob hier ein, also, wer ist das? Oh, das ist natürlich auch schlau, dass ich das wegmache. Was soll ich? Warte. Jetzt bin ich gerade. Ausschneiden möchte ich nicht. Ich möchte das teilen. Ich möchte es teilen. Wieso geht das nicht? Das geht auch nicht. Ich bin verwirrt. Achso, hier kann ich jetzt. Ich nehme jetzt einfach von der. Achso, 37 Sekunden teile das. Und jetzt gehe ich mal hier hin und teile das hier. Und jetzt habe ich ja hier dieses kleine Stück. Und jetzt füge ich das einfach vorm Intro. Und kopiere jetzt das. Kopieren. Und füge das hier wieder ein, damit ich dieses Teilchen wieder habe. Und jetzt packe ich das hier einfach wieder rein. Und so, und jetzt ist das eigentlich wieder das normale Video. Können wir mal gucken. Ist jetzt wieder laut, macht ein bisschen leiser. Ich habe irgendwie voll viel Money. Richtig viel Money habe ich. Ich habe so Angst. Guck, da sind hier, da merkt man keine Schnitte eben, weil das direkt nach der Sekunde eben wieder ist. Und das war's eigentlich schon. Da mache ich immer noch einen Übergangseffekt. Ich mache meistens immer dieses Verpixeln. Das ziehe ich einfach runter und mache das vorm Intro. Dann sieht das immer. Warte. So, und dann das Verpixeln, das leckt eben jetzt, das sieht man nicht so gut. Ja, das war's eigentlich. Mehr mache ich beim Video gar nicht. Außer am Ende noch so ein Übergangseffekt, das mache ich jetzt auch noch schnell hier. Und jetzt ist das eigentlich ein Video, was ich normal geschnitten habe. Manchmal, also früher, jetzt habe ich das schon im Video, also während ich aufnehme die Musik, aber früher, da habe ich immer Musik genommen. Und einfach eingefügt hier und dann habe ich die Musik immer hier so reingeschnitten. Das mache ich jetzt nicht. Das kann ich euch mal woanders zeigen. Wenn ich ja wirklich wieder eine gute Grafikkarte habe und alles nicht mehr leckt und sowas, dann kann ich euch das zeigen. Und jetzt bin ich eigentlich fertig. Jetzt muss ich dieses Video, was ich hier jetzt geschnitten habe, nur noch speichern. Und dafür gehe ich auf Produzieren und Weitergeben.
dann auf 50% Videos, das ist die Hälfte. Also ich habe das normale Video, was ich ja aufnehme, hat natürlich bessere Grafik und so. Und hier dieses Video, was ich immer hochlade, hat die 50% Grafik wie von meinen echten. Also das kommt schon sehr nah an den echten dran. So. Und dann gehe ich einfach auf Weiter. Dann kann ich hier Namen eingeben. Ich lasse das immer. Dann auf Fertigstellen. Und jetzt rendert das eigentlich nur noch. Das dauert jetzt, glaube ich, gar nicht so lang. Aber das Video ist schon 10 Minuten lang. Und das war's eigentlich. Ich, ja, was kann ich machen? Soll ich einen Cut reinmachen? Ja, ich mache einen Cut. Also, wir sehen uns gleich. 63% erst. Geil! Egal, ich wollte euch doch noch mal fragen, was habt ihr denn zu Weihnachten bekommen und was habt ihr denn noch an Silvester vor? Das würde, Entschuldigung, das würde mich interessieren. Ich habe eigentlich nur Geld bekommen und das war's. Mehr wünsche ich mir nicht, weil wenn ich mir was anderes wünsche, dann sagen wir mal, ich wünsche mir ein PS Vita Spiel, da bekomme ich ein PC Spiel. Das ist so, meine Eltern kennen sich damit nicht aus. Ja, was bekommt ihr denn eigentlich immer so zu Weihnachten? Oder hier seid ihr schon, es kann ja auch sein, dass ich ältere hier Zuschauer habe. Bekommt ihr denn noch was oder wünscht ihr euch was? Ach, keine Ahnung. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich finde sowas sowieso immer so ein bisschen interessant, wie hier andere Leute, also was sie so bekommen und so. Und das ist eigentlich noch wichtiger. Was habt ihr denn so an Weihnachten gemacht? Also ich hier spreche am Heiligabend, nicht am ersten und zweiten Weihnachtstag, sondern am Heiligabend. Ja, ich weiß schon, was ich auf jeden Fall an Silvester mache und eigentlich nicht viel. Ich werde wahrscheinlich bei einem Freund sein, aber das auch nur vielleicht. Und wenn das nicht klappt, das muss ich noch gucken, dann werde ich wahrscheinlich zu Hause sein und ja, bis 0 Uhr morgens, dann ein bisschen ballern gehen und dann wieder rein und dann schlafen. Oh ja, schlafen ist immer so toll. Oh, ich freue mich schon auf Silvester. Am meisten, weil es da schneien soll, habe ich gehört. Ja, da freue ich mich schon drauf. So, 85%, das ist doch schon mal was. Ich warte. Das hat jetzt ein bisschen gedauert. Also, wenn ihr. Ah, nee, das seht ihr ja gar nicht. Ah, toll, das würde mich jetzt interessieren, weil unten da ist jetzt 20. Oh, das seht ihr ja. Das seht ihr. Ich nehme das gerade am Sonntag, 28. Dezember 2014 auf. Oh, das ist interessant. Fragt euch übrigens nicht, warum ich hier mein Kanalbanner als Hintergrundbild habe. Das frage ich mich auch manchmal. Ne? Okay, ich warte denn jetzt noch kurz die 8%. Bis gleich. Endlich fertig gerendert. Ja, jetzt passiert eigentlich nicht mehr viel. Ich gehe jetzt noch auf Fertigstellen. Und dann kann ich das eigentlich direkt alles schließen. Nein, speichern muss ich ja jetzt nicht mehr. Jetzt gehe ich, hole ich es mal kurz auf Computer. Nee, gar nicht. Toll, jetzt habe ich vergessen, wo. Ach so, Benutzer. Alexander, Dokumente, Camtasia Studio. Und hier auf Umbenannt, das seht ihr gar nicht hier. Hier ist jetzt das fertige Video. Ich packe das mal hier unten hin. Übrigens nicht wundern, wieso ich das hier immer mit VLC Media Player mache. Mein normaler Player spackt irgendwie rum. Keine Ahnung wieso. Das Schöne ist, ihr seht jetzt nicht das ganze Video. Jetzt solltet ihr es gleich sehen. Macht's ein bisschen lauter. Das Minecraft. So werde ich jetzt hochladen. So. Ist doch schon mal was. Also, so habe ich das früher hochgeladen. Also, ich habe es da nicht geschnitten. Da war es auch größer. Aber so sieht das eben aus, wenn ich alles geschnitten habe. Eigentlich wäre hier eben noch alles. Ne, wisst ihr ja. Und, ja, so mache ich eigentlich jedes Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich hoffe, euch hat's gefallen, dass ihr wieder meine Scheißstimme hört. Und ihr seht ja bei meinem neuesten Video, Let's Spielmodi, weiß ich gar nicht mehr. Und dann seht ihr eine 1, dann so ein Strich und dann 2. Ich habe dieses Video, ich kann euch das jetzt auch hier einfach einblenden, falls ihr das wollt. Hier Videos und ja, ich hier lasst mal das Video kurz abspielen.
Und ich verabschiede mich jetzt und ja, bis dahin. Wir sind jetzt bei Quick Survival Games, immer noch auf comma.ad.net und ich hoffe, es wird eine gute Runde. Denn auch wenn sie scheiße wird, ich werde sie trotzdem nehmen. Auch wenn sie scheiße wird. Und ja, noch mehr muss ich nicht sagen. Hoffentlich. So, jetzt bin ich schon voll equipped von Rüstung her. Natürlich wäre es schöner, wenn wir Eisen gehabt hätten. Ja, man muss nur rumheulen im Leben und dann bekommt man das, was man will. Man muss nicht dafür kämpfen, Leute. Man muss dafür heulen. So, so, so. Gut, dann gehe ich jetzt mal auf. Schlachterfolge, beziehungsweise Schlachterrunde. Ich muss schnell weg. Sag nicht, ich hab das Eisenschwert nicht aufgehoben. Toll. Jetzt hat das der eine, der praktisch gar nicht dafür gekämpft hat. Geil! Egal, hab trotzdem mir ein paar Leute gesnackt. So, 24 Pfeile dafür. Aber Leute, im Inneren weiß ich ja, dass ich mir dieses Schwert erkämpft habe. Und deswegen habe ich praktisch auch dieses Schwert. Auch wenn ich es gerade nicht in der Hand habe. So, du Paul Gamer. Ich glaube, der hat es auch nicht. Dann ist es irgendwie weg. Oder der hatte doch kein Eisenschwert. Aber ich glaube, das war ein Eisenschwert. Ihr seht mal kurz in Zeitlupe, dass das ein Eisenschwert war oder nicht. Schön, dass ich das So. nicht gemacht habe. Jetzt wisst ihr es ja, ich weiß es nicht. Ich muss es nämlich erst also gleich nach der Aufnahme gucken. Ihr wisst vielleicht, dass das gar nicht so schlau ist. Oh, doch, das war schlau. Kurz wieder Headset aus, wisst ihr. So, wieder da. Schaut euch einfach das komplette Video an, um zu wissen, warum ich manchmal das Headset ausmache. Ja. Gut. Runde ist gleich schon vorbei und es sieht sogar ganz gut aus. Es ist übrigens die allererste Quick Survival Games Runde nach einer Woche. Ja. Darauf Habt ihr das bin ich gesehen? stolz. Oh, ich weiß nicht, soll ich da Zeitlupe einbauen? Keine Ahnung. Ich dachte gerade, ich habe schon gewonnen, aber habe ich nicht. Ach, schade. Hat er ein Eisenschwert? Er hat gerade im Inventar gesucht. Also, es kann sein. Irgendwie hat keiner bis jetzt einen Diabrustpanzer gehabt, ne? Ist euch das auch schon aufgefallen? Okay, Deathmatch. Ich würde sagen, es geht so los. Oh, jetzt habe ich das Dings weggeworfen, die Angel. Die Angel, genau. Er baut von. Ich weiß nicht, dass es hier ein Diaschwert gibt. Auf manchen Welten gibt's ja. Oh, Mist, ich. Was, 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 was? Nein, 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 nein. War noch recht, sogar noch recht knapp. Oh, ich töte ihn. Komm, 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 komm. Oh ja, GG. Ich würde sagen, eine richtig gute Runde. Oh ja, oh. Record. Ja. Ja, ich hab gewonnen. Okay, So, das und das war's. war's. Für heute. Schön, dass ich es im Video auch gesagt habe. Ja, das Video ist viel zu lange, aber scheiß drauf. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video, euer Leto.